hinter mir Strick, neben mir Strick. In Wiesbaden ist heute wahnsinnig viel passiert, unter anderem auch hier am Kranzplatz. Und zwar lief die Aktion Wiesbaden Knäuel, strick dir deine Stadt. Und neben mir steht der Initiator der ganzen Geschichte, nämlich Hans Reitz von der Agentur Cirque. Herr Reitz, was ist denn heute überhaupt passiert? Ganz vieles passiert. Erstmal haben wir ein Jahr Social Business City gefeiert. Das ist der Ursprung dieser Aktion. Insgesamt haben wir heute versucht, die Stadt etwas wärmer zu machen, zu zeigen, dass wir uns um die Stadt mehr kümmern und haben unglaublich viele Plätze, die wir denken, die vernachlässigt sind, heute mal eingestreckt. Ein schönes Beispiel ist ja eine Telefonzelle in der Friedrichstraße, die seit 2 Jahren verranzt und irgendwie vernachlässigt dasteht, die jeden Abend irgendwie als Toilette benutzt wird oder sonst irgendetwas. Die ist eingesteckt. Sieht wunderschön aus. Also, die Idee überhaupt und die Arbeit, die dahinter steckt, dass die jungen Leute das, oder wenn es junge Leute sind, machen. Super. Endlich tut sich mal was wieder in der Fußgängerzone, nicht nur Negatives. Und vor allem die Telefonzelle, die seit 3 Jahren tot ist, ist eben auch jetzt wunderschön verhangen, damit man den Dreck da drin nicht mehr sieht. Also wir sind über 300 Leute, davon sind 150 Schüler und davon sind auch noch mal andere 100 Menschen, die außerhalb von Wiesbaden sind und der Rest sind das einfach Wiesbadener, die mit dabei waren. Die Stadt muss ein bisschen eingestrickt werden. Es wird nämlich langsam Winter. Und wie lange werden die Stricksachen noch zu sehen sein? Also jetzt geht es erst richtig los. Wiesbaden ist voll von der Wolle. Also das heißt, jeder kann weiter stricken. Im Lalaland, im Spital, im Perfect Day, im Drei-Frauen-Zimmer wird euch Stricke gratis zur Verfügung gestellt. Strickt, was das Zeug hält, und macht eure Stadt schön. Jetzt friert man nicht, wenn man auf der Bank sitzt. Das ist auch angenehm. Fühlt sich gut an. Es ist einfach eine schöne Aktion, so die Stadt zu verschönern und auch mal was Selbstgemachtes hier aufzuhängen und einfach dazu beizutragen, dass das Stadtbild verschönert wird. Okay, jetzt mal die Farbe. Ey, wenn die ganze Stadt damit machen würde, geil.